Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal über die Boeing-Aktie. Wir haben vor einigen Tagen einen Livestream gemacht auf Facebook und da hat ein Teilnehmer eine sehr, sehr interessante Frage gestellt. Und zwar, da ging es um einen Cash-Secured-Put auf Boeing. Und deswegen, ich fand das eine spannende Idee und deswegen will ich es heute noch mit euch nochmal aufgreifen. Und wir gehen den Trade nochmal ein bisschen durch und schauen mal an, was man da beachten muss, warum es Sinn machen kann, wo die Risiken, wo die Chancen liegen. Also, los geht's. Ihr habt alle in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, was mit Boeing passiert ist, oder besser gesagt, was mit zwei Maschinen von Boeing passiert ist. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, zwei Maschinen von Boeing, und zwar von dem Flugzeug, was Boeing am allermeisten verkauft, sind abgestürzt. Und das hat natürlich erstmal den Aktienkurs einbrechen lassen. So, allerdings ist der gar nicht so stark eingebrochen, wie man vielleicht denken will. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens gibt es Stimmen, die sagen, naja, okay, oder man muss ein bisschen weiter reingehen, man muss sagen, okay, was ist da passiert? Die Maschine, um die es bei Boeing da geht, die gibt es schon seit ungefähr von der Konstruktion her seit 40 Jahren. So, in den letzten 40 Jahren hat sich im Flugzeugbau natürlich viel, viel getan. Und einer der Punkte, der immer wieder bei diesen Flugzeugen hauptsächlich verbessert wird, sind die Triebwerke. Das heißt, wenn ihr euch mal ein Flugzeug anschaut, ein Flugzeug sieht ja heute von außen nicht viel anders aus als vor 30 oder 40 Jahren, im Gegensatz zu Autos jetzt, ne? Ein Auto von vor 40 Jahren sieht anders aus als von heute. Ein Flugzeug ist immer noch das Gleiche. So, was sich natürlich aber getan hat, ist die ganze Technik, das heißt Triebwerke, Software und so weiter und so fort. Und bei Boeing ist halt eins, man hat immer bessere, immer leistungsfähigere und vor allen Dingen Rohstoff- oder weniger rohstoffverbrauchende Triebwerke eingebaut. Und irgendwann gibt es dann mal konstruktionsmäßig Probleme halt mit dieser Maschine. Also hat man das versucht, wieder über Software auszugleichen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch Stimmen gehört, die sagen, naja, bei den Fluggesellschaften, wo das passiert ist, sind einfach die Piloten nicht so gut ausgebildet. Und deswegen haben die in der Situation, wo es dann eben war, nicht richtig reagieren können. Ich weiß das jetzt nicht, ob das stimmt. Und ich will da auch niemandem was unterstellen, Gottes Willen. Die Jungs machen da, glaube ich, alle einen ziemlich guten Job. Das war also Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, warum die Aktie eigentlich nicht so dramatisch abgestürzt ist, und das war auch so ein bisschen die Überlegung, die der André, der die Frage stellt, angestellt hat, ist folgende. Und zwar, wie viel gibt es denn große Flugzeughersteller auf der Welt? Da gibt es genau zwei. Da gibt es nämlich einerseits die Amerikaner, das ist Boeing, und da gibt es die Europäer, das ist Airbus. So, Boeing läuft wie verrückt, machen ja nicht nur Flugzeuge, machen auch viel Rüstung, machen Raumfahrt und natürlich gibt es auch kleinere Hersteller, aber so ein wirklich, wo du die großen, fetten, dicken Maschinen kaufst, da gibt es eben nur die zwei. Und jetzt gibt es ganz einfach ganz, ganz viele Fluggesellschaften, die sagen, okay, ich kaufe weiterhin bei Boeing ein, ich gehe nicht zu den Europäern. Das heißt, die Amerikaner beispielsweise werden weiter in Amerika kaufen. Ja, es gibt auch viele Asiaten, die weiterkaufen werden. Es werden auch zum Beispiel viele arabische Fluggesellschaften weiter bei Boeing kaufen. Ne, weil man eben vielleicht auch sagt, Mensch, wenn ihr weiter Rüstung haben wollt, ne, unterstützt auch so ein bisschen unsere Flugzeugindustrie. Das heißt also, die amerikanische Regierung, das ist eigentlich der springende Punkt, stützt unglaublich dieses Unternehmen. Man wird dieses riesige Unternehmen, Dow Jones Mitglied, viele, viele, ich glaube hunderttausende Beschäftigte, das wird man nicht abstürzen lassen. Und deswegen ist die Aktie auch so wenig gefallen. Ne? Man müsste ja denken, hey, zwei Flugzeuge stürzen ab, dieses Modell, welches Modell ist das? Wer weiß das von euch? 737? Keine Antwort mehr. 737? Also weiß keiner, aber ich glaube 737 ist es. Ne? Wenn es falsch ist, dann schreibt man das. Nein, es ist glaube ich die 737. Die müssen alle am Boden bleiben. Ne? Also das heißt, die dürfen momentan nicht fliegen. Und das muss ich mir vorstellen, das ist eine riesige Flotte, die zurzeit am Boden steht. Und eigentlich müsste man da jetzt erwarten, dass die Aktie brutal nach unten durchbricht, aber sie macht es nicht. Ne? Die fällt zu 7, 8, 10%, was, mal gucken, ich habe sie gerade hier im Hochwasser bei 4,50, jetzt bei 3,72. Also die ist vielleicht alles in allem noch nicht mal 20% gefallen. Ne? Und das ist wirklich nicht viel für das, was da passiert ist. Und der Grund ist ganz einfach der, die Großinvestoren vertrauen weiterhin, dass die amerikanische Regierung Boeing stützen wird. Und das ist auch völlig logisch. Ich habe es auch in dem Livestream gesagt. Während in Deutschland die Politik oder Teile der Politik nur allzu gern bereit ist, unsere eigenen Unternehmen zu schlachten für eine Ideologie, sind die Amerikaner da halt pragmatisch und sagen, hey, es ist ein amerikanisches Unternehmen, die haben Scheiße gebaut, aber wir helfen denen jetzt trotzdem, weil es ist unsere Industrie. Ne?
Können wir vieles von den Amis lernen. So, und was war jetzt der Trade? Und deswegen habe ich das Ding auch hier. Die Idee war folgende, und zwar Boeing, aktueller Preis, jetzt hier in dem Moment, wo ich das aufnehme, bei, ich gucke hier auf den Chart, $372. Und jetzt geht es um einen Short Put, und zwar einen Cash-Secured Put. Das heißt also, ich lasse mir die Aktien andienen bei 325 und der mit einer Laufzeit bis 2021. Also das heißt, eine sogenannte Leaps-Option, eine langlaufende Option. Prämie für diese Option waren, ich glaube, $3.300. So, und die Frage von André war, hey, was hältst du von diesem Trade? Und man kann ja nie man kann ja nie sagen, der Trade ist gut oder der Trade ist schlecht, weil man wird erst wissen, ob er gut oder schlecht war, wenn der Trade beendet ist. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich spannend finde und interessant finde. Erstens, zu sagen, okay, das ist ein Cash-Secured Put, nimmt dir schon mal viel Risiko raus, weil du sagst, okay, im Zweifelsfalle wäre ich bereit, bei 325 diese Aktien zu kaufen. Ne? Was musst du dabei beachten? Klar, du brauchst eben das Geld im Konto. Das heißt, du musst hier beim 325er Put eben mal 100, $32.500 in deinem Depot haben, damit du die Aktie übernehmen kannst. Natürlich brauchst du es nicht 100% in deinem Depot haben, wenn du ein Margin-Konto hast, bei Interactive Brokers beispielsweise, dann würde dir auch ein Viertel genügen. Das heißt, wir reden über $7.000-$8.000, die du haben müsstest, um dann diese Aktien zu kaufen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, sondern wenn du Cash Secured Put machst, dann kauf wirklich auch immer nur die Aktien oder hab so viel Geld immer dort, dass du die Aktien komplett bezahlen könntest, okay? Auch wenn es nicht zwingend von deinem Broker aus machen musst. Also das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, natürlich reizt hier diese Prämie, ne, $3.000, sodass vielleicht jetzt auch jemand mit dem kleinen Konto auf die Idee kommen könnte, hey, dann mache ich das doch. Ich habe ein 10.000er Konto, jetzt schiebe ich mir hier diese Prämie rein, ne, habe ich 30% Rendite bis 2021, ein Trade muss nichts machen, auf 2 Jahre ist das eine ziemlich gute Rendite. Aber, und das kommt das Aber, da mal eine ganz kleine, simple Rechnung, warum eben hier bei diesem Trade, wie so oft, das Money Management das Entscheidende ist. Und zwar, stellt euch vor, die Aktie ist, du würdest die bei 325 eingebucht bekommen, okay, du hast 100 Stück und jetzt würde die, warum auch immer, globale Rezession, Börsencrash, was auch immer, du sagst langfristig alles toll, kurzfristig und die Aktie würde runterfallen auf 200, okay, und jetzt hast du das in einem 10.000er Konto gemacht, so wie schaut es jetzt aus, macht einfach hier Nullen ran. Und dann seht ihr, wir reden hier über $12.500 Verlust. Und das bedeutet, für denjenigen, der das gemacht hat mit einem 100.000er Konto, der sagt, ah, blöd, ich liege jetzt hier 12% mit dieser Position hinten oder ich habe 12% auf mein, nicht mit dieser Position, sondern ich habe 12% aufs Depot verloren. Das ist ärgerlich, geht aber die Welt nicht unter. Wer das mit einem 10.000er Konto macht, der ist platt. Okay, Geld ist weg, kannst du auch nicht aussitzen. Und aus dem Grunde, diese Trade-Idee, die ich für persönlich durchaus okay halte, erfordert eben eine gewisse Kontogröße. Und das ist ganz, ganz häufig so im Optionshandel, ne? In jeder Art von Börsenhandel. Du kannst Trades nicht danach beurteilen, sind die gut oder schlecht, wenn du auf die nackten Zahlen schaust, sondern du musst immer sagen, für wen ist es gut oder schlecht. Wenn jetzt das jemand macht, der ein 100.000er, 200.000er, 500.000er Konto macht, so what, ne? Überhaupt kein Problem, schöner Trade kann er durchziehen. Wenn es jetzt allerdings jemand macht, der hier ein 10.000er Konto hat, was technisch wahrscheinlich geht, ne? Also der Broker wird das zulassen, dann ist dieser Trade eine Vollkatastrophe, weil dann darf nichts anbrennen. Dann darf wirklich nichts anbrennen. Sobald es ein bisschen nach unten geht, wirst du Margin Calls bekommen und das heißt, dein Konto wird es auslöschen. Ne? Und aus dem Grunde, bedenkt das bitte immer bei allen Trades, die ihr macht. Ne? Beurteilt nicht den Trade nur nach dem, was ihr an Prämie einnehmen könnt, also nur nach dem Gewinn, nach dem möglichen, sondern schaut auch immer, was ist das Risiko, was ihr da unter Umständen eingeht. Und das ist ganz, ganz entscheidend und gerade bei so einem Trade wie hier ist es wichtig. Wer diesen Trade mit umsetzen will, kann es ja auch anders machen. Ihr könnt zum Beispiel Bull-Put-Spreads machen, ne? Das heißt also hier verkauft irgendwo einen Put und kauft halt unten drunter einen Put dazu, dann ist euer Risiko auf das hier begrenzt. Das könnt ihr machen. Ihr könnt statt den 325er deutlich weiter weggehen von der Laufzeit her, vom Strike her,
Also das heißt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Passt also eure Trades immer eurem Konto an, nicht umgekehrt. Okay, das war's für heute. Schreibt mir mal rein, ob ihr ähnliche Trade-Ideen bei Boeing hattet, was ihr denkt, wie geht's mit Boeing weiter. Fallen die nochmal runter? Gehen die wieder nach oben? Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, bye, bye.